Herzlich willkommen zu Vampire's Dawn Reborn. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, es handelt sich dabei um ein Remake des ersten Spiels der Serie, also von Vampire's Dawn Reign of Blood. Wobei, streng genommen stimmt das gar nicht, sondern es ist eher eine Umsetzung des gleichnamigen Buches. Wer es nicht weiß, 2013 erschien ein Roman mit dem Titel Vampire's Dawn Reign of Blood, der auf den Ereignissen des ersten Spiels basiert, sie zum Gegenstand hat, aber ein bisschen ausschmückt, ausdifferenziert, ihnen ein bisschen mehr, ja, Tiefgang gibt. Und genau darauf basiert Vampire's Dawn Reborn. Und wer jetzt Luftsprünge macht, hey, endlich mal wieder neuer Vampire's Dawn-Content auf diesem Kanal, den muss ich bremsen. Oder wer jetzt gedacht hat, nach 44 Folgen, lasst mich bloß mit Vampire's Dawn 1 in Ruhe, davon haben wir so viel schon gesehen. Den kann ich beruhigen. Es handelt sich dabei um eine Tech-Demo. Da sollten wir in einer halben Stunde durch sein. Genau genommen ist es die Tech-Demo 1.1, die wir hier spielen. Ein Hinweis an der Stelle noch, ihr seht es unten links, dieses Spiel wurde nicht von Malex entwickelt, sondern von einem gewissen Kirimoa. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der das Team leitet. Wir sehen es hier in den Credits. Genau, das ganze Spiel ist erstellt von Kirimoa. Die Vorlage von Alexander Malex Koch. Genau, auf die Credits gehen wir am Ende noch einmal ein. Ja, dann würde ich sagen, springen wir mal in die neue Welt rein. Jetzt habe ich die Optionen gar nicht angeguckt, aber auch das können wir später nochmal machen. Genau. Das Intro wollen wir uns natürlich auf jeden Fall ansehen. Ein Hinweis noch, dieses Spiel wurde mit dem RPG Maker MV gestaltet. Das ist ein relativ neuwertiger RPG Maker. Ihr seht, grafisch ist das auch ein definitives Update. Und wer nicht weiß, was ein RPG Maker ist, auch dazu gibt es einen Link. Ich glaube, der müsst ihr hier oben müsstet ihr drauf klicken können. Ansonsten gibt es den Link in der Description. Schaut da gerne rein. Da habe ich euch erklärt, was eigentlich so ein RPG Maker ist. Aber dann genug gelabert. Springen wir mal rein in Vampire's Dawn Reborn. Ja. Und da sehen wir die Szene, die wir bereits aus dem Intro des Originals kennen. Der alte Mann spricht mit seinem Enkel Simon und erzählt ihm diese böse Nachtgeschichte. Mein Junge, wie doch die Zeit vergeht. Jetzt bist du schon 15 Jahre alt. Ach Opa, jetzt werd nicht gleich wieder senil. Ein bisschen mehr Respekt, junger Mann. Ja, ja. Weißt du, Simon, ich denke, du bist langsam alt genug für eine ganz besondere Geschichte. Aber Opa, zum Einschlafen brauche ich doch schon lange keine gute Nachtgeschichte mehr. Glaub mir, mein Junge, das hier wird definitiv keine gute Nachtgeschichte, sondern eine böse Nachtgeschichte. Vor deinen Geschichten fürchte ich mich schon lange nicht mehr. Na, das werden wir ja noch sehen. Sag mal, mein Junge, was weißt du denn so über Vampire? Vampire? Vielleicht wird die Geschichte ja doch nicht so langweilig. Also, auf jeden Fall hassen sie Knoblauch, sterben, wenn sie von Sonnenlicht angestrahlt werden und verabscheuen Kirchen und Kruzifixe. Außerdem werden sie durch Wasser verletzt, was Regen sehr gefährlich für sie macht. Woher hast du dieses Wissen? Ein bisschen was hat Papa mir davon erzählt. Den Rest habe ich, glaube ich, einmal in einem Buch gelesen. Ja, ich verstehe. Nun, Simon, ich werde dir jetzt die Wahrheit über Vampire erzählen. Das meiste, was du mir gerade aufgezählt hast, trifft nur auf sehr schwache Vampire zu. Diese schwachen Vampire sind untalentiert und verletzlich, aber trotzdem sehr gefährlich. Oh, da ist er abgefahren. Vampire sind untote Wesen, deren Ursprung niemand kennt. Bekannt ist jedoch, dass man sie nicht so einfach töten kann. Nur sehr schwache Vampire können mit Wasser, Kruzifixen und Sonnenlicht getötet werden. Starke Vampire jedoch erhalten dadurch keinen oder nur sehr wenig Schaden. Um so einen Vampir zu töten, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Man muss ihm den Kopf abschlagen. Opa, das ist ja widerlich. Da hast du recht, aber wenn man es nicht tut, wird der Vampir wieder auferstehen. Bis vor ungefähr 400 Jahren gab es zahlreiche Vampire. Sie töteten viele Menschen und machten sie zu ihresgleichen. Nur dem mutigen Priester Vincent Waynard haben wir es zu verdanken, dass Vampire heute komplett ausgerottet sind. Er sammelte viele tapfere Männer um sich und führte einen heiligen Kreuzzug gegen die Brut des Bösen.
Der Kreuzzug dauerte viele Jahre, doch schließlich war er erfolgreich und die Vampire waren von der Erde verschwunden. Zumindest dachte man das. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, die ich schon seit meiner Kindheit kenne. Ob du es glaubst oder nicht, Vampire haben Gefühle, so wie wir Menschen. Sie können Trauer empfinden und sogar weinen, wobei statt Tränen aus Wasser nur Blut aus ihren Augen fließt. Viel öfter jedoch fühlen sie Hass und Zorn. Na los, Opa, jetzt erzähl endlich die Geschichte. Schon gut, ungeduldiger Bengel. Es ist eine Geschichte voller Gefühle, Liebe, Hass und Eifersucht. Und sie beginnt in einem Dorf namens Klenna. Das tut sie in der Tat. Wallers Heimatdorf, das idyllische, regnerische kleine Städtchen Klenna. Schön, das Ganze mal in höherer Auflösung zu sehen. Es war eine Zeit der Finsternis. Doch Helden kamen. Und das Blutrot des Himmels wurde ein helles Blau. Das Böse starb auf alle Ewigkeit? Fragezeichen? Basierend auf einem Spiel von Alexander Malex Koch. Die Rede ist von Vampire's Dawn Reborn. Genau. Das wiederum umgesetzt, habe ich bereits erwähnt, von Kiri Moa. Genau, das regnerische Städtchen Klenna, das kennen wir bereits. Scheint die Abstände zwischen den Häusern ein bisschen größer geworden zu sein. Möglicherweise das Layout aber gleich. Das scheint mir neu zu sein. Ich nehme an, dabei könnte es sich um Aisha handeln. Aber ja, ich versuche es weitestgehend spoilerfrei zu machen. Wer Vampire's Dawn noch nicht gespielt hat, hat jetzt quasi also die Möglichkeit, hier den Einstieg mal zu finden. Dann müsst ihr euch, wie gesagt, ein bisschen gedulden, denn das hier ist bereits eine Tech-Demo, aber nur eine halbstündige, um zu zeigen, wie es denn ausschaut. So, mon Dieu, Monsieur Valnar ist nackt. Das ist ja schön. Aber wir sehen sein Outfit bereits auf dem Kleiderhaken. Ein paar Bücher, ein paar mehr Bücher und auch das Layout des Hauses ist weitestgehend gleich geblieben, aber natürlich ein bisschen mehr ausgeschmückt. Nein, bitte. Lass mich in Ruhe. Oh. Oha. Wo bin ich? Was? Wanner schaut sich um. Nein, nicht schon wieder. Das darf nicht wahr sein. Ich muss hier weg. Einfach nur weg. Damit haben wir erstmals die Kontrolle über Valnar. More coming soon. Jetzt mache ich das. Ah, das ist jetzt schon abgefahren. Speichern kann ich scheinbar überall. Das mache ich direkt mal. Oh, und da geht die Tür zu. Das ist ein schöner Effekt. Genau, die Währung heißt immer noch Fila. Die Spielzeit wird angezeigt. Und neuerdings wird mir auch oben rechts der Ort angezeigt, da wir nicht wissen, wo wir uns gerade befinden. Handelt es sich dabei um die drei Fragezeichen. Nicht um die Hörspielserie, sondern um den mysteriösen Ort. Ab in die Option. Befehl merken ist wahrscheinlich, um den Cursor da zu behalten. Ja, das kennen wir aus Final Fantasy. Fensterdesigns. Blut 1, das ist das Original mit Blutrand. Das ist rot mit Blutrand, Stein, Rot oder Drache. Boah. Nee, wir sind ganz nostalgisch, bleiben bei Blut. Battle Camera on, BGM. Da kann ich Musik, Lautstärke und so weiter alles einstellen. Aber nein, weiche Kamera ist auch an. Ich glaube, das ist das, dass die Kamera hier so... Oh, das verwirrt mich aber. Ich glaube, die weiche Kamera mache ich aus. So ist... Ja, so ist besser.
Ich als alten RPG-Maker-Veteran dürfte schon ein sehr altes Grab sein. Es ist nichts mehr übrig, was man lesen könnte. Gut. Sind das Pilze? Tod nur ist, wer vergessen wird. Das ist das Grab meiner Eltern. Und es ist leer. Boah. Auch das ist neu. Auf diesem Grabstein steht nichts. Ein komisch proportioniertes Skelett hier. Genau, was haben wir hier? Ich sehe keine Inschrift oder dergleichen. Der Grabstein ist so verwittert, dass ich kein Wort lesen kann. Eine komplett mit Pflanzen verwachsene Statue. Die Inschrift ist zu verwittert, um sie zu lesen. Nur die Reste eines Grabsteins. Ja, ihr kennt meine Angewohnheit, wenn ihr ein weiteres Let's Play oder vielleicht auch sogar das Vampire Stone Let's Play auf diesem Kanal geguckt habt, ich habe die Angewohnheit, alles zu kommentieren oder alles zu gucken, um die wirklich große Immersion hier gewährt zu leisten. Johann Segel, 1905 bis 1906, viel zu kurz auf dieser Welt. Das Grab eines Kleinkinds, gerade mal ein Jahr alt geworden. Ein Dankmal für all die gefallenen Krieger des Heiligen Kreuzzuges gegen die Vampire. Was ist dir bloß passiert? Wir sind gleich durch, Freunde. Ja, wieso liegen so viele Skelette außerhalb ihrer Gräber? Ist alles seltsam hier. Hier ruht Valna Darnas? Das bin ja ich. Mein eigenes Grab. Das Tor, es hat sich geöffnet. Schnell weg von hier. Oh. Nein. Hättest du etwa gedacht, du könntest mir entkommen? Das ist wohl mein Lieblingssample in einer HD-Version, dieses Muahahaha. Lass mich in Ruhe. Ohne meinen Willen entkommt hier niemand. Liebling, wach endlich auf. Ist alles in Ordnung? Du hast fürchterlich geschrien. Oh, Aisha sieht aber cute aus. Chapeau. Aisha, es geht mir gut. Es war nur wieder dieser Traum. Ich mache mir Sorgen um dich. Seit Wochen hast du jetzt schon diese furchtbaren Albträume. Du musst dir keine Sorgen machen. Es geht mir gut. Abgesehen von diesen wahnsinnigen Kopfschmerzen. Aber es ist arg mal. Wieso bist du denn noch wach? Es ist doch bestimmt schon nach Mitternacht. Ich habe nur noch eine Kleinigkeit gegessen und nachgedacht. Nachgedacht? Worüber? Du weißt doch, dass du mit mir über alles reden kannst. Natürlich weiß ich das, aber verrate mir lieber mal, wieso du noch nicht bei Dr. Yarn warst. Sie soll dir wenigstens etwas gegen die Kopfschmerzen geben. Du hast ja recht. Ich werde sofort zu ihr gehen. So kann es einfach nicht weitergehen. Bis ich wieder da bin, solltest du auch ins Bett gehen, liebste Aisha. Ich werde noch auf dich warten. Nicht, dass du dir in dem Unwetter noch ein Bein brichst oder gar verloren gehst. Natürlich, Valna, der in Klenna lebt, schon seit Ewigkeiten, findet den Weg zum Arzt nicht mehr. Und auf dem Weg dahin bricht er sich mal eben das Bein in der Mitte sauber durch. Passiert mir ständig. Ach, Aisha. So gut zu wissen, dass du immer für mich da bist. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. The love. Ich glaube, das war furchtbar. So ist besser. Was eine Emotionalität direkt hier zu Beginn dieses Spiels. Und ja, wenn ihr euch wundert, warum es einen kleinen Cut gegeben hat in dem Video, mir ist letztes Mal hier an dieser Stelle das Spiel abgestürzt, sodass ich hier nicht weiterkam. Aber ja, jetzt scheint alles zu funktionieren. Ich habe die weiche Kamera wieder an, weil ich gedacht habe, möglicherweise ist das der Grund, warum es nicht funktioniert. Ich probiere es jetzt einfach nochmal auszustellen. Genau, doch, passt alles. Also, folgendes. Was ich irgendwie krass finde, was mir aufgefallen ist. Das ist Valnas Seite. Wie steigt Aisha ins Bett ein? Kraxelt sie über ihn drüber? Wenn der eine Partner von dem anderen Partner wach wird, wie kommt man raus? Durch das Fußende?
Also, da hätte ich mir architektonisch an ihrer Stelle etwas anderes überlegt, aber lassen wir das mal. Jede Menge Bücher, die meisten davon habe ich aber noch nie gelesen. Warum auch? Kleidung, Decken und diverses Kleinzeug. Wir sollten wirklich mal wieder aufräumen. Ah, hier irgendwo müsste doch Seffi Mike Spear sein, oder nicht? Naja, vielleicht jetzt für mich noch nicht zu erreichen. Also, wenn ich die Klamotten anziehe, nehme ich an, geht's weiter. Ansonsten renne ich hier in meiner Unabuchse durch die Gegend. Hier liegen ein paar Fehler rum. Wenn ich meine Rüstung anhätte, könnte ich sie einstecken. Wieso nicht einfach in die Boxershorts rein damit? Mit den 10-Cent-Stücken. Naja, komm. Bei diesem Wetter wird eine ordentliche Rüstung kein Fehler sein. Hat er nicht irgendeine Freizeitkleidung? So, gleich viel besser. Das Schwert lasse ich aber hier. Auf dem kurzen Weg innerhalb des Dorfes werde ich es kaum brauchen. Ich meine, hier sind doch Klamotten. Gibt es nicht irgendwas Praktischeres anzuziehen als eine Ritterrüstung? Herr Danus. Ja, ja. Was sagt sie? Ich hoffe wirklich, Dr. Jan kann dir helfen. Pass bitte auf dich auf. Naja, gut. Ein ganzer Schrank voller Kleidung. Ein ganzer Schrank voller Kleidung. Aber ich red doch das Bett an. Naja. Was haben wir hier? Dieses Kästchen gehört ganz alleine Aisha. Ich will gar nicht so genau wissen, was sich darin alles verbirgt. Ich dachte, du vertraust ihr. Oben auf dem Regal steht ein Vorrat von meinem Lieblingsbier, Seffi Mike's. Aber im Moment habe ich wirklich keine Lust auf Bier. Skandal! Da, handfester Skandal, lieber Walner. Ein bisschen Geld in der Tasche kann nicht schaden. Ich nehme es besser mal mit. Geheimnis gefunden, 100 Fehler erhalten, ein Fass. Darin befindet sich aber nur Wasser. Hier liegt nichts, was mir im Moment weiterhelfen könnte. Alles klar. Reagenzglas. Nee, wie heißt das? Karaffe, keine Ahnung, dieses Chemieteil. Ein Buch über Vampire? Sehr interessant, was Aisha so liest. Und dass diese Kreaturen schon vor vielen Jahren ausgerottet wurden. Kartoffeln. Das könnte ehrlicherweise aus Unterwegs in Düsterburg stammen, diese Dialogbox. Verschiedenste Vorräte, Geschirr und so Zeug. Bin ich froh, dass Aisha kochen kann. Ja, weil du wärst aufgeschmissen, ne? Da draußen tobt wirklich ein heftiger Sturm. Ich habe keine andere Wahl, ich bekomme sonst die ganze Nacht kein Auge zu. Also ist dieses Kopfschmerzmittel irgendwie Opium oder sowas? Wenn direkt das gesamte Gehirn zermartert wird. Ich denke, der Rotwein wird mir bei meinen Kopfschmerzen auch nicht weiterhelfen. Naja. Also Alkohol hat ja eine gefäßerweiternde Wirkung, glaube ich. Und dann verschiebst du die Kopfschmerzen quasi auf den nächsten Morgen. Aber ich glaube, sonst würde ja das gute alte Reparierbier nicht funktionieren. Schön warm. Ach, guckt euch mal diesen Schatteneffekt an. Der ist wirklich nice hier. Das ist ja schön gemacht. Ich weiß nicht, ob das automatisch mit dem RPG Maker MV kommt. Na, dann wollen wir mal. So ein Mistwetter aber auch. Dass Dr. Jan nur ein paar Häuser weiter gleich im Nordwesten des Dorfs wohnt. Ja. Ich speichere, also ihr seht, diesen zweiten Speicherstand habe ich damals angelegt. Genau. Es gab einen Bug und zwar haben sich bestimmte Dinge über mich geschoben, sodass ich Aisha nicht mehr anreden konnte, aber auch die Rüstung nicht mehr anreden konnte. Und dadurch kam ich dann nicht mehr weiter. Also irgendwie befand mich auf der falschen Ebene. Aber ja, jetzt funktioniert's. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Das ist nicht das Haus von Dr. Jahren. Naja, wunderbar. Okay, ich nehme mal an, dass man jetzt hier nirgendwo pausieren gehen kann, außer beim Haus von Dr. Jahren. Ich bin mal sehr gespannt, wie die aussieht. Hier handelt es sich um das Innen. Und hier handelt es sich um eine Wäscheleine. Ich dachte, da könnte man ein bisschen Limbo machen, aber nein. Walner. Für Walner ist diese Wäscheleine ein unüberwindbares Hindernis. Okay, hier ist noch Licht. Das müsste doch Dr. Jarns Haus sein. Es bringt ja sogar noch Licht bei Dr. Jarn. So ein Glück, so muss ich sie wenigstens nicht extra aufwecken. Ja? Wer ist da? Ich bin es, Walner. Walner? Moment, ich öffne die Tür. Komm schneller rein. Oha. Auch das noch. Jetzt ist dein ganzer Boden dreckig. Verzeih mir bitte. Ist auf jeden Fall ein sehr nices Detail, finde ich. Das, top. Finde ich gut. Ach, das macht nichts. Aber sag mal, Walner, was führt dich um diese Zeit zu mir? Bei diesem Unwetter. Bist du etwa krank?
wirst es auf jeden Fall werden, wenn du nicht schnell wieder zurück in dein Bett kommst. Oder in mein Bett. Also, Dr. Jan hat im Original, hatten die ja auch schon irgendwie so Vibes miteinander, finde ich. So. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ist das mein kranker Fanservice-Kopf? Oder ist das etwa mit Aisha? Wie kann sie um die Uhrzeit nur so lebhaft sein? Nein, mit Aisha ist alles in Ordnung. Krank sind wir auch nicht. Nicht direkt jedenfalls. Ich habe nur so schreckliche Kopfschmerzen. Könntest du mir etwas dagegen geben? Vielleicht auch etwas, um ruhiger schlafen zu können? Ich werde in letzter Zeit von furchtbaren Träumen geplagt. Wieso nicht Rotwein? Kipp dir die Flasche hinter die Binde und dann bekommst du sofort... hast du keine Kopfschmerzen mehr und kannst super pennen. So siehst du auch aus. Heute Nacht kann ich dir etwas geben. Aber morgen musst du dich unbedingt ordentlich von mir untersuchen lassen. Normal ist das jedenfalls nicht. Warte kurz. Jetzt weiß ich lebhaft. Ich muss sie lebhaft sprechen. Und dann aus der Apotheke. Schön ein bisschen Opium für den guten Walner. Schläft er wie ein Stein. Hier, es dauert ein bisschen, bis die Wirkung einsetzt. Nimm es also am besten sofort. Gluck, 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 gluck. Gut. Sobald du zu Hause bist, solltest du schlafen wie ein Stein. Vergiss nicht, morgen zu mir zu kommen. Nicht, dass du etwas Ernsthaftes angefangen hast. Danke, Dr. Jan. Werde ich machen. Komm gut nach Hause, Walner. Vielen Dank und dir eine gute Nacht. Wow, ich spüre jetzt schon, wie die Schmerzen nachlassen. Es muss wirklich ein starkes Schmerzmittel sein, das Dr. Jan mir da gegeben hat. Jetzt schnell nach Hause. Yep. Schnell nach Hause, ins Bett legen und die nächste Story-Sequenz triggern. Das sind die Pläne, die ich heute habe als Warner. Endlich wieder zu Hause. Ich sollte zusehen, dass ich schleunigst ins Bett komme. Also Aisha steht da so ein bisschen wie angewurzelt, finde ich. Ne? Da bist du ja wieder. Oh Gott, Walner, du bist ja ganz durchgefroren. Aber wie ich sehe, konnte Dr. Jan dir helfen. Du schläfst ja schon fast im Stehen ein. Ja, ich... Wow. Walner. Vielleicht dann doch eher zu Hause einnehmen, das Ganze, wenn du es nicht mehr ins eigene Bett schaffst. Dann so wie so ein... Wie so eine Pappel im Wind. Wow. Was? Was? Aisha? Und mit der Rüstung im Bett. Na, da wäre ich ja wirklich ausgerastet an Aishas Stelle. Aisha! Oh Gott. Aisha! Mein Gott, was ist hier nur passiert? Überall Blut. Dieses verdammte Schlafmittel hat mich so müde gemacht, dass ich überhaupt nichts mitbekomme. Das Blut, es führt zur Tür heraus. Aisha muss entführt worden sein. Ich muss ihr sofort nach. Ja, solltest du... Alter, das ist ein ordentliches Gemetzel hier gewesen. Weil ich glaube, im Original war es wirklich noch mehr Blut. Aber ich sollte definitiv das Schwert mitnehmen. Gut, dass ich mein Schwert immer griffbereit zur Hand habe. Ist er denn jetzt ausgerüstet? Also, wie kann ich denn ausrüsten? Also scheinbar irgendwie jetzt gerade noch nicht. Vielleicht gibt's das in diesem Spiel auch noch nicht. Ah ja, diese Blutspur führt... Oh, eine riesige Blutspur. Aisha, was ist nur mit dir passiert? Ich muss der Spur folgen und zwar schnell. Aisha ist bestimmt noch am Leben. Ja, definitiv. Na, der Mensch hat wie viel? Irgendwie 6 Liter Blut? Das ist doch nur ein Fleck. Nur ein Kratzer. Walner. Na ja, dann folgen wir mal dieser... Doch. Das nichts. Bisschen Nasenbluten hat die Gute. Also, ich könnte jetzt natürlich versuchen, das irgendwie alles zu... Das ist ein Tag ohne die Nacht. Wie konnte das alles nur passieren? Das kann doch nicht alles Aishas Blut sein. Okay, ich versuche mal relativ straight der Blutspur zu folgen. Was haben wir hier? Östlich von hier ist nach Lim. Die Spur führt Richtung Norden ins Gebirge. Ich finde es ja auch krass, dass diese Blutspur wirklich komplett unterbrechungsfrei... Der Entführer hat sie auf den Berg geschleppt. Er muss über unglaubliche Kräfte verfügen, wenn er dazu in der Lage ist. Wer oder was hat das nur getan? Oh, Aisha. Vollkommen unterbrechungsfrei, ne? Ohne auch nur ein Teil auszulassen.
Was ist ein Leben ohne Tod? Hat's über diesen schmalen Bergpfad gebracht? Meine Eltern haben mir schon in meiner Kindheit verboten, diesen Teil des Gebirges zu betreten und mich gewarnt. Die Chance, hier abzurutschen und sich zu verletzen, ist groß. Dahin überzukommen wird nicht gerade einfach. Aber was soll's, es gibt kein Zurück. Ich muss Aisha retten. Oh. Aha. So ein verdammter Mist. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss besser aufpassen. Ich verstehe. Es gibt also neuerdings Quicktime-Events. Die Würze jedes Spiels im 21. Jahrhundert. Okay, mal sehen. Unten, rechts. Nach oben. Perfekt. Geschafft. Und jetzt schnell weiter. Okay. Das kann doch nicht sein. Wo sind sie hin? Das Blut, es wird weniger. Wird sie doch nicht etwa da runter? Nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was hätte er denn für einen Grund, sie zuerst hier raufzuschleppen? Ich muss mich genauer umsehen. Ich habe bestimmt irgendetwas übersehen. Baum. Busch. Darf man aus Liebe töten? Nein. Es sei denn, es ist Notwehr, dann sie sind bestimmt nicht den Berg hochgeklettert. Dann ist es, glaube ich, erlaubt, wenn der Tatbestand der Notwehr vorliegt. Ansonsten, hier ist nichts. Ja, nun, das ist jetzt nicht so schön, nicht? Die Bergspalte ist unfassbar tief. Ich kann den Boden nicht sehen. Die andere Seite des Berges ist zu weit weg, um hinüberspringen zu können. Wie wär's hiermit? Moment mal. Ein versteckter Höhleneingang. Aisha, halte durch, ich komme. Oh, hier geht's weiter mit der Blutspur. Ist die Frage, aber jetzt... Sie hat jetzt nicht vollkommen unterbrechungsfrei geblutet, das muss man dazu sagen. Oh! Was zum... Wer bist du, Mensch, dass du dich traust, mir zu folgen? Lass sie sofort los, oder du wirst es noch bereuen. Ach so, jetzt verstehe ich. Du bist der arme Hund, bei dem Molana untergekrochen ist. Du solltest sie verdammt nochmal loslassen! Oh. Das würde ich wirklich sein lassen, wenn ich du wäre. Du solltest mir lieber auf Knien dafür danken, dass ich dich von Molana befreit habe. Immerhin hat sie dich jahrelang nur als Schutz missbraucht. Was redest du da für einen Schwachsinn? Ihr Name ist Aisha und sie ist meine Frau. Menschen seid einfach zu dämlich, um das Offensichtliche zu erkennen. Sie hat dich nicht geliebt, sondern nur benutzt und gemästet, um dich eines Tages... Schweig, du verdammte Ausgeburt der Hölle! Lass sie los! Na schön, dann lass ich sie runter. Oh! Nein! Aisha! Ah! Nein! Stirb, du verdammtes Schwein! Es geht ordentlich los. Anders als im Original kämpfen wir. Ui! Abgefahrene Battle Sprites, die wir hier haben. Also, ich habe die Möglichkeit, Angriff, Items, Verteidigen oder Technik zu nutzen. Die Mucke geht ab. Ordentliches Boss-Battle-Theme. Gegen Fragezeichen. 14. 22. Gut. Genau, habe ich gerade schon nachgeguckt. Items habe ich nicht. Technik. Rückenschlitzer. Chance auf mehr Schaden, aber trifft seltener. Na, das machen wir doch. Oi. 22. Ich nehme nicht an, dass ich das hinbekomme, oder? Das ist ein bisschen tricky hier jetzt. Ja, Mist. Das war's wohl. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Gelegenheit, ihn zu besiegen, habe ich nicht. 20. Valna wurde besiegt. Na, na, na. Immer mit der Ruhe. Oh. Aisha. Eines Tages...
wirst du mir dafür noch dankbar sein. Eines Tages wirst du es verstehen. Hm. Und das stimmt sogar. Das kann ich schon mal verraten, als fiesen Spoiler. Und dann ist es Kirimoa. Hallo Spielerin, ich bin Kirimoa, der Ersteller von Vampire's Dawn Reborn. Erstmal vielen Dank, dass du diese kleine Mini-Demo bis zum Ende durchgespielt hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Doch, in der Tat. Es hat mir sehr gefallen. Es hat Spaß gemacht, Vampire's Dawn in einem neuen Gewand zu sehen. Da ich mich immer verbessern will, würde ich mich sehr über Feedback, Lob, Kritik, Anregungen, Ideen etc. freuen. Ihr könnt mich über viele Arten erreichen. E-Mail kirimoa@gmail.com, Discord kirimoa, Hashtag 6760, Forum rpgmaker-mv.de, kirimoa. Wenn ihr neueste Einblicke und Infos über Vampire's Dawn Reborn möchtet, könnt ihr euch diese außerdem hier holen. https://kirimoa.itch.io, genau, der Discord-Server Vampire's Dawn Reborn. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Es gibt eine Facebook-URL und es gibt das Ganze auch auf Instagram, also die volle Palette. Ich habe auch gelesen, Twitter gibt es inzwischen auch, also die volle Palette an Social Media. Natürlich freue ich mich auch über ein Like, ein Abo oder eine Spende zur Motivation oder was es sonst noch so alles gibt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Kirimoa. Sehr schön. Credits: Vampire's Dawn Reborn, ein Spiel erstellt von Kirimoa. Vorlage natürlich von Alexander Malex Koch. Carsets von Avery, Chimere, Jade, Kirimoa, Nura Ray und Panamaru. Teilsets oder Teilset-Parts von FSM Johann, Kirimoa, Panamaru und WHT Dragon, White Dragon. Eventgrafiken von Light, Kirimoa, Rainbow Jello und Recife. Grafiken und Bilder von Caleb, Freepick, Alexal, D-Draw, Flaticon, KJP, Pargetta, Luis Molinero, Macro Vector Official, Rakul Studio, Starline, Vector Pocket, Media Loop, Noun Project, Icons Ghost, Jordan Almeida, Tomasz Pasternak, Obsidian Dawn, Paladin Cleric of Awesome, Shine on Oat, VecDZ.com, Battlers Monster, Animation POW Studios, Musik von Aaron Crow, Darren Curtis, Davy Bright RPG, Eric the Funny Baron, Moco TV, Cursed Lemon, Qui-Gon, Mark McKee, Lost Highway, Wingless Seraph, Sound Effect, Freestyle, Audio Notics, Dexter Knight, Der Super Anton, Jeep Prosser, Hybrid V, Ihi Tokage, Yorick, Loke Sharpes und so weiter und so fort. Plugin von Exhydra, Iavra, Chaos, Kirimoa, MG, Shi, Mock Hunter, Orange, Rocket Monster, Random Dude, Tarex, Victor Sand, Vlu, Yami Engine Delta, Dr. Yami und Yenfly, Fensterdesigns von Koras, Hidden One, Scotty TV und Yenfly, Fonts von Cabin, Double Feature, David Shatterly, Optimus Princeps, sonstige diverse von Kadokawa, Engine, RPG Maker MV, Dejik. Besonderer Dank Kimer Jade für deine stetige Unterstützung in Sachen Gameplay, Pixelkraft, Design und weil du der beste Beta-Tester aller Zeiten bist. Cosmo, weil du immer dabei bist und den ultimativen Soundtrack gefunden hast. Panamaru, weil du mir bei so vielen Problemen und Fragen geholfen hast und ich ohne dich immer noch auf Kindergartenniveau pixeln würde. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Spielen an mich. Vielen Dank fürs Zusehen an euch. Ja, so viel zur ersten Tech-Demo von Vampire's Dawn Reborn. Wir haben einen ersten Kampf sehen können gegen den mysteriösen Herrn mit den drei Fragezeichen. Wer Vampire's Dawn gespielt hat, weiß, wie dieser Charakter heißt. Genau, super. Also ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Vampire's Dawn Reborn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das hier Let's Playen werde, weil ich einfach Vampire's Dawn 1 auch schon Let's Played habe. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut doch mal einfach in mein Vampire's Dawn Let's Play herein. Wenn ihr Bock habt, zu wissen, wie es in dieser Geschichte weitergeht, dann ist das ein ganz guter Einstieg gewesen jetzt. Dann könnt ihr quasi, ja, ich glaube Folge 2 oder so weitermachen. Ja, und so viel dann zu Vampire's Dawn Reborn. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne Like und oder Abo da. Und dann, ja, freue ich mich darauf, wenn Vampire's Dawn Reborn da ist. Wenn ihr mögt, unterstützt es gerne. Spende vielleicht einen kleinen Betrag oder zumindest die Aufmerksamkeit, die es gebührt. Und ja, dann freue ich mich, euch beim nächsten Projekt zu sehen. Bis dann, ciao!